Einmal Prinzessin und zurück. Ilka Bessin. Das ist ja, glaube ich, die News, die Nachricht 2024, dass Cindy zurückkommt. Cindy aus Marzahn kommt zurück. Hey, cool. Warum braucht Deutschland wieder Cindy? Ich glaube, wir sind in einer Zeit momentan, dass wir einfach Farbe brauchen und Farbe bekennen müssen. Und auch einfach mehr Regenbogen, mehr Farbe. Wir haben genug Braun, wir haben genug Blöd auf der Straße. Und da muss man jetzt ein bisschen wieder dran gearbeitet werden, dass man ein bisschen Freude kommt, dass man wirklich ohne mit dem Zeigefinger auf der Bühne zu stehen. Ich möchte einfach unterhalten. Ich will, dass die Leute zu mir kommen, erstmal mit mir lachen, wie ich aussehe, was ich für Mob auf dem Kopf habe, was ich für Geschichten zu erzählen habe. Mir fehlt es und ich glaube, ein bisschen einigen, 1, 2, 3 Leuten fehlt es auch, dass man einfach wieder Spaß hat, so irgendwo hinzugehen, ohne dass da jemand steht mit dem Zeigefinger und sagt, mach mal so, mach mal so. Dass man einfach so 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wie lange es dauert. Bei Wo mir kann man haben. Kommen zu dir? Sie jederzeit immer. Bringen Sie Ihre Korthose mit, ich sag Bescheid. Und dann kommen Sie einfach mit so zu mir. Die eigene. So, ich würde mich, für mich wäre es eine Ehre, ehrlich gesagt, wenn Sie kommen. Deswegen, und dann haben wir gesagt, 20 Jahre ist es jetzt her, 2004, 2005, den Preis gewonnen im Quatsch Comedy Club und jetzt geht es wieder auf Tour. Den Plastik-Oscar, Wenschried, du musst dir vorstellen, Cindy sage ich jetzt schon, Ilka hatte die Idee und hat dann die Tour gebucht und es lief gleich direkt so gut, dass ihr direkt nach gebucht habt. Ne? Also Leipzig zum Beispiel auch, das ist explodiert. Ausverkauf von Anfang an. Ja, Leipzig ist ja auch so ein bisschen zu Hause. Meine Tourleute kommen aus Leipzig. Ja. Das ist so nach Berlin, so ist so nach Hause kommen. Sag ich jetzt nicht, weil ich hier sitze. Ich komme immer gerne in die Sendung und lerne immer tolle Leute lernen. Tolle Leute. Ich lerne immer tolle Leute kennen, lerne viele Krankheiten kennen, kriege Ernährungstipps, tolle Menschen. Also deswegen ist doch interessant. Ja. Alte Charakter, muss man auch mal sagen, die mich ja auch so ein bisschen geprägt haben. Ich kenne sie ja auch aus Film, Funk und Fernsehen. Und deswegen, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Du hattest eine Frage. Naja, also ich finde überhaupt nicht, dass du dich im Kopf und Kragen redest, weil genau so ist es ja hier. Das ist ja genau die Mischung, die wir hier haben. Und deshalb, ich freue mich auch immer, dass du gerne kommst. Also, man quatscht hier immer so, als ob man will ja nicht über das, was man macht, reden. Doch, wir reden jetzt über das, was du machst. Pass auf, weil du hast gerade Quatsch Comedy Club, hast du ja gerade erwähnt. Also da fing das ja vor 20 Jahren an. Und Quatsch Comedy Club ist letzten Endes auch wieder daran schuld, dass du gesagt hast, nee, die Cindy, die muss nochmal wiederkommen. Was ist denn da passiert? Es gibt ja diese Talentschmiede, die nennt sich jetzt anders, die gibt es ja immer noch für Nachwuchskomödien. Comedians, die können dort auftreten und die haben mich gefragt, ob ich moderieren möchte. Dann haben wir angerufen, haben mir gesagt, soll ich jetzt als Ilka kommen oder als Cindy? Ach, das wäre aber schön. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gemerkt, dass es schön ist, da wieder auf der Bühne zu stehen. So vor 300 Leuten, Nachwuchs-Comedians treten auf. Und dann habe ich gedacht, ich möchte, habe das natürlich mit dem Ganzen drumherum, was man so hat, Management besprochen, kann ich einfach sagen, ich gehe da morgen auf die Bühne und da stehe ich, denn dann kommt keiner. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es einfach nochmal. 20 Jahre, 20 Shows, vielleicht wären es auch ein paar mehr. Ich würde mich freuen und hoffe, dass jeder kommt. Vor 6 Jahren hast du Cindy erstmal verabschiedet. Ich glaube, das war ein emotional auch echt anspruchsvolles Jahr für dich. Ne? Naja, das ist ja, wenn ich dich jetzt schon mal angucke, fange ich gleich wieder an zu heulen. Weil wir schon mal dieses Thema hier hatten. Und es ging natürlich, ich habe mich halt von 2 Leuten damals verabschiedet. Von meinem Papa, der sehr schwer krank war. Und von dieser Bühnenfigur, weil beides miteinander war einfach zu viel. Also ich konnte nicht auf die Bühne gehen, lustig. Und du kommst von der Bühne, du bist alleine dann auf Tour meistens, hast natürlich deine Tourleute, dann ist der Papa krank, dann kannst du nicht immer da sein. Und da habe ich gesagt, dann hörst du auf. Machst du erstmal einen Strich, weil du kannst ja auch nicht mehr so frei reden. Ne? Ich habe ein Erlebnis gehabt auf der Bühne, meine Eltern und ich, wir waren immer zusammen auf so einem Flughafen und dann haben wir da Mittag gegessen, da gab es immer hausgemachten Mohnkuchen und dann schick auf der Bühne, da ist da so ein Karton und dann denkt man auch immer erstmal, oh, mal gucken, ob die Uhr tickt da drin, was ist da? Und dann haben die mir den Karton gegeben und da war dieser Mohnkuchen drin und die Leute aus dieser Gaststätte, aus diesem Restaurant waren da und haben mir dann Briefe geschrieben und haben mir geschrieben, du kannst zwar mit deinem, guck weg, mit deinem Papa nicht mehr kommen, aber hier ist der Kuchen. Ich will dich nicht angucken, weil
Das macht so viel mit einem, weil mein Vater halt das erste Bühnenprogramm mit mir geschrieben hat. Und das ist halt das. Der hat dich auch immer durch Deutschland navigiert dann, ne? Naja, der hat mich dann gefahren, dann kam der mit meiner Mama, da haben die eine Crewjacke gekriegt. Mein Vater hat von hinten gebrüllt, Kippe. Dann kamen 18 Zigarettenschachteln, weil alle so ein bisschen Respekt vor dem hatten. Und so waren meine Eltern immer bodenständig, immer am Arbeiten. Die haben immer gesagt, mach, was du willst, wir stehen hinter dir. Und das fand ich halt toll. Und ich finde es ja toll, dass du aus genau diesen Gründen sagst, nee, ich muss die jetzt einfach mal sein lassen, dass du das nicht den Gaul totgeritten hast, sondern wirklich für dich auch erkannt hast, es läuft, es ist sehr erfolgreich, aber ich sage jetzt mal, ich verabschiede mich. Und du bist ja sehr erfolgreich auch als Ilka Bessin für mit vielen Projekten dann auch auf Bühnen und im Fernsehen gewesen. So, ich finde es natürlich auch großartig, dass Cindy zurückkommt. Cindy hat sich ein bisschen verändert. Cindy wird Regenbogen tragen unter anderem. Ja, ist in der heutigen Zeit wichtig. Der Regenbogen muss gezeigt werden. Wir müssen... Es hört sich immer blöd an, weil wir in unserem eigenen Kreis müssen wir damit anfangen. Ich lebe zum Beispiel multikulturell. Ich habe so viele ob Freunde, ob Portugiesen, Albaner, Russen. Ich muss es mal so sagen. Wir machen zu wenig. Wir müssen dann, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, weil mich das so ärgert. Und deswegen habe ich gesagt, ich will einfach nicht diese normalen Streifen, ich will einen Regenbogenstreifen an meinem Jogginganzug, damit man rausgeht, auf der Bühne steht, dass die Leute gleich sehen, es ist scheißegal, wen du liebst, sei glücklich, aber benimm dich, respektiere und hab die Menschen gern, die dir entgegenkommen, empfang die erstmal und hör denen erstmal zu, bevor du von vornherein gleich urteilst und be- und verurteilst. Und das sagt jemand, der sagt, also in der Gastronomie zu arbeiten, ist schon mal eine ganz gute Grundausstattung für diesen Beruf. Weil du mit so vielen Leuten in Verbindung gekommen bist, die einen an der Waffel hatten. Also wenn du nachts in der Gastro arbeitest, da kommen ja wirklich, da ist ja dann alles unterwegs auf den Straßen. Ich habe dann gerne in der Gastro nachts gearbeitet, weil ich habe damals in Berlin gearbeitet. Da kam dann einer rein mit Vollbart, hat einen Lederrock, Strumpfhose und Pumps an. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Coole Socke einfach. Und ich finde, das war so normal und so sollte es auch sein, dass man nicht denkt, oh Gott, und hier und so. Wir müssen offen sein, offen für das, was kommt und einfach uns freuen, dass wir neue Dinge kennenlernen dürfen. Aber da gibt es auch herrliche Bilder, Planet Hollywood. Jetzt geht's los. Glaube ich, damals. Das war doch da diese Kette mit Sylvester Stallone und Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger, genau. Und da hast du gehabt, du hast mit Bruce Willis sein Geburt oder mit Jenny Elvers damals. Guck mal, da bin ich mit den platinblonden Haaren. Seht ihr mich? Das braungebrannte hinten in der Ecke. Ach, da links, stimmt. Ja. Du stehst links. Ja. Ey, jeder Zweite hat mich gefragt, ob ich Keller von Sinn bin. Ich sag euch, wirklich, das ist wirklich... Und Jenny Elvers war damals zu Besuch, weil da kehrten natürlich Stars, Sternchen, Filmpremieren haben da stattgefunden. Ne? Da habe ich dann so, du hast wirklich alle getroffen. Nachts kam plötzlich so ein Bodyguard rein, wir hatten schon Küchenschluss. Da dachte ich, was ist denn jetzt los, Restaurant leer? Und dann guckte der so, setzte sich hin und dann kam Aerosmith, der Sänger rein und wollte noch einen Brownie essen. Da sind wir gerannt. Wie die Bekloppten sind wir gerannt, weil jeder den bedienen wollte. Und der saß einfach nur mit einem so einem Bodyguard da in diesem Restaurant und wir standen so da und fanden das einfach toll. Geben Stars Trinkgeld? Kommt drauf an. Die Großen ja. Hier etwas kleiner und sind dann so ein bisschen. Ja. Aha. Wissen Sie nicht, wer ich bin, ist so mein Lieblingssatz. Oh Gott. Sag nee, aber wissen Sie, wer ich bin? Als Kellner, ich kenne ja keinen. Aber es war oftmals dann schon so, wissen Sie nicht, wer ich bin. Und ich sag mal so, die ganz Großen, also da war dann schon so. Aber weißt du, man weiß ja von dir auch, dass dann diese Zeit kam, wo die Arbeitslosigkeit war, wo du aber immer wieder auch wahnsinnige Jobs an Land gezogen hast. Ich kannte viele, aber den kannte ich nicht. Stimmt es, dass du einen Monat am Telefon eine Sexdomina warst? Also bitte. Also warte, steht hier genau so. Pass auf, ich muss hier in meinen Karten rumwühlen. Irgendwo steht es hier drin. Ich weiß nicht genau wo. Das hast ach, guck mal, da stand mein Vater verwechselt. Ich wusste, dass es heute eskalieren wird. Heute eskaliert. Also es ist schlecht recherchiert. Ich finde es auch schön, dass wir drüber sprechen. Davon wusste ich nichts. Aber wir können es ja einfach... Es waren nur 3 Tage. Ach so. Und ich finde auch immer, was die Leute... Also manchmal denke ich dann außer was hast du denn? Wenn Leute sagen, du Prostituierte oder... Ich finde, du verdien dein Geld. Ja. Wenn du das machen möchtest, mach das... Die Entscheidung trifft jeder selber. Was hat keiner nochmal das Recht zu beurteilen? Weil da stecken oftmals Familien hinter, die ernährt werden müssen, Kinder. Und manche sagen, ich mache das gerne. Und das ist auch völlig okay.
Aber du hast es eben anscheinend nicht gerne gemacht. Jeweils ich mich totgelacht habe. Ach, du hast dich totgelacht. Das glaube ich auch. Warum? Glaub ich wollen wir das jetzt? Nein, wir wollen noch mal über Abnehmen reden. Nee, aber wir können über Frau Knipschild reden. Ich glaube, Frau Knipschild war die Dame beim Abnehmen. Wenn man jetzt mal unter uns, du kannst keinen Telefonsex oder was, wenn du kannst du nicht machen. Ich komme, dann fragst du, wohin? Wohin? Ja, mich anrufen. Aber das kannst du doch nicht ernst nehmen. Das ist so. Hast du noch mal Frau Knipschild irgendwann besucht? Das ist die Dame vom Arbeitsamt, ja. Die ja redlich immer versucht hat, irgendwelche Jobs anzubieten. Ski-Animateurin, was auch immer alles dort. Das Arbeitsamt gibt es leider, Jobcenter sagt man ja auch dazu, ja. Das gibt es leider nicht mehr. Aber nicht wegen mir gibt es das nicht mehr. Aber die war schon, die wollte das halt nicht, dass ich da in diesem Bereich, wir haben uns einfach nicht verstanden. Es gibt so Menschen, die trifft man in einem Leben, die guckt man an, da denkt man, ja, du, gehe ich einfach auf die andere Seite. Ne? Es ist aber auch völlig okay und wir waren nicht so, haben nicht so miteinander harmoniert. Die wollte auch, dass ich als Ski-Animateurin arbeite. Da ich so, jetzt ohne, ich bin halt hin, ich habe halt Animationen gemacht und dann sagte sie, ja, können Sie nicht als Ski-Animateurin haben? Ich sage, da muss ich doch aber Skifahren können und so ein Overall. Ist ja beides, ich kann halt nicht Skifahren und was soll ich da in den Bergen und ist nicht meins. Die hatte lustige Ideen, also wir sind da aber nicht übereinander miteinander gekommen, wie auch immer. Als ich gerade die Karten durch die Luft gewirbelt habe, da flog mir gerade auch noch dein Name, so Helga Hahnemann, entgegen. Die mochtest du, ich mochte die ja sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag die immer noch, weil ich finde, Helga Hahnemann ist eine der größten, die wir haben, immer hatten und immer haben werden, weil das ist eine Art von Comedy, die ich, ja. Es ist so eine schöne Art von Comedy, so eine einfache Art von Comedy. Auch mal mit so einem kleinen politischen Hintergedanken, wo du gedacht hast, jetzt aber gerade damals zu DDR-Zeiten war das ja eh schwierig. Und ich finde die einfach toll. Einfach immer noch. Du hast sie als Kind, stimmt das, parodiert auch? Wer erzählt denn sowas? Nein. Wie als Kind parodiert? Ich habe das als Kind, ja, als Kind. Kennt jemand, wenn irgendwo die Eltern sagen, stell dir mal auf eine Kiste und sag mal ein Gedicht auf. Warum? Und Kinder, die Geige spielen, finde ich auch schwierig, wenn sie erst 2 Monate kennen. Oh. Genau. Also, ja, bitte überlegen Sie, welches Instrument Sie Ihrem Kind beibringen. Weil an Weihnachten ist das immer da und dann müssen alle klatschen. Und dann soll man dem Kind die Wahrheit sagen, dann will man aber nicht sagen, dass es sich scheiße anhört. Und, da fängt es dann mit den Lügen an, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich habe die einfach gerne geguckt. Ich mochte dieses, wenn der Richter da mit diesen Dingen da hochhaut. Herr Lehmann hat in den Aufgang gekackt und alle fragen sich, Herr Lehmann, dann ist das ja rund. Das ist für mich einfach eine einfache, tolle Art von Comedy, aber sehr durchdacht. Aber dein Friedensgedicht hast du schon vorgetragen, ne? Da warst du aber auch noch jünger. Ich habe mein Friedensgedicht vorgetragen in der Ernst-Thälmann-Oberschule Luckenwalde. Und da habe ich einen Preis für bekommen, und zwar ein Bild von Wladimir Iljitsch Lenin. Muss man sich mal überlegen, worüber rede ich denn heute, oder? Aber da war ich ganz stolz drauf. Und in diesem Stadttheater, wo ich das aufgesagt habe, auf dieser Bühne, bin ich Jahrzehnte später, hatte ich da meinen Tourtermin in Luckenwalde, in Cindy aus Marzahn. Und dann guckst du so in die Reihe und denkst, den kennt er aus der Schule. Da ist ja der hier. Was macht der hier? Ah, guck mal, da war ich ganz stolz drauf. Weil da so, als Kind war da so ein Auftritt, aber es war jetzt nicht, dass ich, später wollte ich mal Künstlerin werden oder so. Gar nicht. Ich wollte immer Gastronomie machen, immer kochen und so. Dann habe ich es, aber irgendwann kam dann der Auftritt und dann war es Cindy aus Marzahn in Luckenwalde. Das fand ich toll. Also gerade diese wird sie auch wieder mit ihrem Diadem kommen und wird sie auch in pinken Jogginganzug oder gibt es also bis auf die Regenbogenfarben, aber wird sie sich noch anders verändert haben? Na, die wird schon ein paar Sachen sagen, die manche vielleicht nicht in Ordnung also finden. Also politisch auch durchaus. Auf jeden Fall. Ach so. Herr Ministerpräsident. Ich bin hier ständig Mode eigentlich. Du. Sie sind aber auch sehr nett. Das ist ja das Schlimme an den Politikern. Nee, ich trinke ja nie. Und nicht essen ist immer so. Das Zweite, was dann kommt, willst du was trinken oder willst du was essen? Nee. Oder dann soll ich mich ausziehen? Nee, damit kriegt man mich nicht. Aha. Ich finde, natürlich wird sie auch ein paar Themen ansprechen. Hat sie aber vorher schon gemacht. Ich habe über Kinderarmut geredet. Ich habe über Rentner geredet, dass sie halt nicht keine vernünftige Rente, was immer noch für mich ein großes Thema ist, Schulen. Aber sie wird jetzt kein politisches Kabarett machen. Ich finde, sie ist dazu da, um zu unterhalten. Aber da werden schon ein paar Sachen kommen, wo man sagt, alles klar, die Mutti ist wieder zu Hause. Die Mutti ist wieder zu Hause. Cindy aus Marzahn ist zurück und Ilka Bessin ist bei uns.
Danke. Wann geht's los? Es gibt noch Tourtickets. Aber wann geht's los? Wann geht denn das los? Kann ich sagen, Ende des Jahres? Ja, September. Naja, ist ja Ende des Jahres. Warte. Oh. Ich bin jetzt schon vorbereitet für Weihnachten. Im Oktober geht's. Kaufen Sie eigentlich Weihnachtsgeschenke? Sind Sie das? Bei uns gibt's keine. Nee, ne? Da ist doch die Zeit, die man zusammen... Nein, ich muss für die Heizung nicht nur 3.000 Euro, sondern jetzt 9.000 bezahlen. Da müssen alle in meiner Familie leiden drunter. Und wenn ich Holz hole beim Holzhändler für den Kamin, dann kann es sein, dass die Kinder schon mal gucken und sagen, das ist aber unser Erbe, warum verfeuerst du das? Du vererbst Holz? Die Kohle. Nein, die Kohle. Kohle. Das Holz kostet ganz viel Geld heutzutage. Ja. Du hast Zentralheizung, ich merk's.